Ja, herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise durch den Gespensterwald. Warum er so heißt, das werdet ihr gleich sehen. Der Parkplatz am Hotel Nienhecker Strand ist eigentlich der perfekte Platz, um eine Tour durch den Gespensterwald zu starten. Näher kommt man mit dem Auto nicht ran. Und jetzt hört mal genau hin. Das da ist er übrigens schon, der Gespensterwald, der Eingang zum Gespensterwald. Aber erst einmal gehen wir runter zum Strand. Warum hier noch nichts los ist, fragt ihr euch? Ah, könnte an der Uhrzeit von 6:30 Uhr morgens liegen. So, wir bleiben erstmal am Wasser und schauen uns den Gespensterwald von unten aus an. Auf dem Rückweg werden wir dann aber natürlich genau hindurchgehen. Es war doch tatsächlich schon jemand vor uns da. Ich erinnere nochmal dran. 6:30 Uhr morgens. Hier ist schon der erste Aufgang in den Gespensterwald oder, wenn man aus dem Gespensterwald kommt, der erste Abgang. Und direkt hier ist auch der Hundestrand, der offizielle. Wir gehen aber trotzdem hier unten noch etwas weiter. Folgt mir einfach. Das dort hinten ist schon Heiligendamm. Könnte man im Prinzip auch hinwandern. Sind knapp 7 Kilometer. Für uns reicht es hier aber. Wir gehen jetzt hier hoch und dann durch den Gespensterwald wieder zurück. Und das ist der Hintereingang in den Gespensterwald. Folgt mir und lasst euch verzaubern. Mehrmals im Gespensterwald findet man diese kleinen Wege direkt zur Steilküste.
oftmals mit einer Bank versehen. Leider werden nur die wenigsten davon ordentlich gepflegt. Und jetzt kommt die schönste Strecke des Gespensterwaldes. Also, einfach mal genießen. So, nun sind wir am Ende unserer Reise und wir sind wieder dort, wo wir gestartet sind, beim Hotel Nienhegerstrand.